Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf Teil 2 von Fritz Meinekes Peru-Reise. Teil 1 war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Wir haben ja auch noch in der Mache einen Survival-slash-Durchschlagung, Expedition, Wanderung zu machen. Dieses Jahr noch. Aber Peru ist der absolute Endgegner. Er sagt auch, Fritz ist ja das Allerschwerste. Ich habe ihn auf der Gamescom getroffen und ein absolutes Riesenziel wäre, sowas, meinetwegen die gleiche Reise, die sind ja auf 3000 Höhenmeter, alles ist nass, Nebel, 100% Luftfeuchtigkeit, alles ist im Arsch, keiner kann mehr. Das ist wirklich das Schwerste überhaupt. Da haben selbst die Profis Schwierigkeiten. Das bringt die an die Grenzen, selbst die krassen Profis. Aber das ist irgendwie das Ziel. Man muss ja auch mal große Ziele setzen. Selbst wenn ich dafür 20 Kilo abnehmen muss und ultra fit werden muss und mir wahnsinnig viele Sachen beibringen muss. Eines Tages ist es das Ziel irgendwie. Nicht lieber, ja, klein anfangen. Das ist erst als 10. Expedition geplant oder sowas. Aber irgendwann. Meinetwegen auch erst in 2 Jahren. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon geil. Das ist der Wahnsinn. Unterwegs im Land der Nebelkrieger kämpfte ich mich 6 Tage lang mit einem kleinen Expeditionsteam durch den peruanischen Dschungel. Erdrutsche, schlammige Pfade und immer wieder extremer Starkregen brachten mich an meine Grenzen und weit darüber hinaus. In dieser schier unendlichen Wildnis lebten einst die Chachapoyas, ein Urvolk Südamerikas. Eine magische Welt, in der es sich lohnt, ein neues Abenteuer zu wagen. Dies ist meine Geschichte. Krass. Digga, das Intro schon. Das Niveau von Fritzi, das ist krank gut. Ja, das ist absolut heftig. Das ist wirklich unglaublich geiler Content, wirklich. Ja, geil, Leute. I lost the group. Ah, schon im letzten Teil die Gruppe verloren. Haben sich im Dunkeln getrennt. Da hinten waren jetzt mehrere Abzweige, hat aber keiner auf mich gewartet. Und jetzt stehe ich hier plötzlich an so einer Brücke. Aber hier ist nirgendwo ein Fußabdruck, der ist gerade von mir, aber hier ist alles trocken, also hier ist keiner rüber. Das ist natürlich geil, ne? Wenn man an irgendwelchen Abzweigungen dann nicht wartet, bis die Gruppe vollständig ist. Ja. Also ich habe mich auf jeden Fall verlaufen. Chillig. Ich habe 2 Abzweigungen gehabt. Chillig. Hello. So, das? Okay. Ja, ne? Läuft. Nach über 17 Stunden waren wir endlich an der Hütte von Don José, unserem ersten Etappenziel, angekommen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Ich habe sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf. Okay. Also, ich weiß nicht, wie ich das andersweise hier irgendwie trocken kriegen soll. Also ich brauche da halt ein Feuer für. Ja. Ach du Scheiße. Und der hier, noch hinterher. Ich bin mal 6 Stunden nach dem Feiern besoffen nach Hause, weil keine Bahn und nichts mehr fuhr. 6 Stunden zu Fuß gelaufen und ich bin direkt am Anfang in eine Pfütze getreten. Das heißt, der Socke und der Schuh war klitschnass. Ich bin nach 6 Stunden wandern zu Hause angekommen. Meine Füße haben sich aufgelöst. Die haben auf einem ganz anderen Level geblutet. Also eine Wanderung fickt die Füße ja schon komplett weg. Aber wenn die dabei noch nass sind, das war bei mir nach 6 Stunden. Der muss das jetzt eine Woche lang machen. Ja, 6 Stunden war so ein Ding mit ein paar Kollegen noch mit dabei. Das ist meine Socke. Du hast es wieder in den anderen Schuh gekriegt. Ist mir ja, ich bin beim Zittern, Alter. Ich muss sagen, so durch war ich noch nie. Nee, war ich noch nicht. Das aber mehr geht noch nicht. Höhepunkt. Also, ich wäre fast vom Pferd gefallen. Ja, aber ich auch, aber nicht nur er, einfach. So, ich glaube, das reicht für eine kleine Zusammenfassung. Also, uns geht's richtig scheiße. Und wie haben sie es jetzt trocken bekommen? Gar nicht, okay. Genau bei so einem Ding war mein Bruder ja 3 Tage. Bevor Rumatra so dazu kam, da war sie in Peru in den Städten und so weiter, aber er war auch, glaube ich, einmal 3 Tage komplett irgendwo nirgendwo, wo man schon ewig hingebraucht hat, wo es gar nichts gab. Hey,
Hey Leute, ich bin's Fritz. Ein weiteres Video aus Peru. Ihr habt ja im letzten Video schon die beschwerliche Anreise gesehen. Ja, wir sind hier umgeben von einem geilen Dschungel. Und ja, wollten euch jetzt einfach mal zeigen, wie leben die Leute hier? Wie funktioniert das? Wie sieht die Toilette aus? Wie sieht die Küche aus? Versorgung, Nahrung, alles Mögliche. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Roomtour. Eine Sache, die ganz spannend ist, und zwar gibt es hier immer wieder Erdbeben jedes Jahr oder auch teilweise mehrfach im Jahr. Und deswegen wird mittlerweile wieder alles aus Holz gebaut, weil das einfach ein bisschen flexibler ist. Hier im Hintergrund ist noch so eine Art Kalksteinwand, aber die ist wohl nicht ganz so sicher, was das angeht. Deswegen, wie gesagt, alles mit Holz. Und hier unten auch eine spannende Sache. Die sind wohl schon 25 Jahre alt. Hier ist erstmal eine fette Spinne. Alles klar. Muss man übrigens aufpassen, wenn man hier in Südamerika im Dschungel ist, dass man natürlich nicht einfach überall reingreift. Und genau, diese Schindeln, diese Dachschindeln, die... Er sagt das einfach so. Stell dir mal vor, der wird jetzt gebissen und hat dann irgendwie Krämpfe für 6 Stunden lang. Er stirbt nicht, aber er hat Krämpfe im ganzen Körper und wahnsinnige Schmerzen. Und die haben kein Gegengift dabei und sie können keine Hilfe holen. Werden hier selbst gebrannt, aber mittlerweile nicht mehr wirklich genutzt. Ihr werdet es generell sehen. Das ganze Haus und alles Mögliche ist ein Mix aus altertümlichen Sachen und Techniken, aber auch modernen Sachen, was dann mal eine LED-Lampe angeht oder ein Solarpanel oder so. Aber das sehen wir später. Die Hunde, die hier gehalten werden, die sind übrigens jetzt nicht einfach so als Spaß gedacht, als lustige Beschäftigung. Was ist das für eine Rasse? Super cool. Sondern sind dafür da, um... Sieht aus wie ein Dingo. Wilde Tiere hier von wegzuhalten. Ne? Ihr werdet es später noch sehen, hier gibt es Hühner, Maultiere, Schweine und so weiter. Und der Dschungel ist hier direkt nebenan, da gibt es auch keinen Zaun, da gibt es Pumas und so weiter. Und sobald hier Hunde sind, kommen die halt nicht. Das ist quasi ein Schutz und gleichzeitig auch eine Alarmanlage. Und der sieht super süß aus. Oh ja, das ist ein richtiger Feind, wenn ihr mal wegkommen solltet. Mm. Aber was macht der Kleine da gegen den Puma? Und das ist genau das, was ich meinte. Primitive Living, aber wir haben eine fette LED-Lampe. Denn es sind überall verteilt ein paar LED-Panels. Der hat hier, glaube ich, Ron installiert. Kenne ich, sich zu versprechen und dann ist es zu spät, man checkt es gar nicht. Er meint Solarpanels, aber sagt LED-Panels, nervt mich auch, wenn ich was selber mache. Vor einigen Jahren schon und somit gibt es dann auch mal Licht hier drin. Und wenn man sieht, das Ganze ist ein ziemlich einfacher Raum. Ja, alles ist hier irgendwie offen aus Holz. Er tut jetzt so, als wäre das so mega das krasse Lebensqualität und Standard. Da ist nur ein Tisch in dem Raum und eine Lampe. Er versucht jetzt was zu verkaufen, als wäre das gleiche Lebensstandard gefühlt wie Deutschland. Kleiner Tisch. Hier ist gar nichts. Bänke, wie gesagt, ich habe gestern Abend ein bisschen gegessen. Hier hinten noch ein bisschen was dran und... Der hängt einfach ein Tuch von der Decke. Für die ist das krass. Oh, hier scheint einer besser als ApoRed. Damn. Das ist immer wieder gut. Hier ist ein Bett. Okay, also anscheinend schläft hier auch wer. Wir wollen nicht zu sehr in die Privatsphäre hier stoppen. An dieser Stelle mal schöne Grüße an Wandermut, die das Ganze nämlich für uns hier organisiert haben. Da ist er nämlich, der gute Tom. Ha. Ja, genau, über den ist das hier alles organisiert. Das Haus kriegst du für 700 Euro kalt mit in München, aber nur mit einer 4-Mann-WG. Der hat uns das hier klar gemacht, weil das ist ja jetzt hier kein Pauschalreiseurlaub, wo man mal schnell ins Reisebüro... Das ist mitten im Dschungel, die Sachen müssen da 8 Stunden mit dem Maultier hin. Ja, das ist klar. Safe. Ja, es ist auch krass, dass sie das mitten irgendwo nirgendwo haben. Die können doch nicht mal ein Auto dahin, die können nichts dahin fahren. Die müssen das alles da zu Fuß hergetragen haben oder mit so einem scheiß Esel. Das ist schon cool, dass die da, was sie da haben, auf jeden. ...geht und sagt, ich will mal nach Peru. Von daher fettes Dankeschön. Und wenn ihr auch mal Bock habt auf so abenteuerliche Reisen, Expeditionen, ist aber... Die haben wenigstens Gardinen. ...schon ein bisschen tricky. Könnt ihr mal den Link unten in der Videobeschreibung abchecken. Ich verlinke euch das einfach mal. Also fettes Dankeschön auf jeden Fall an die Jungs. Und da sind noch andere Projekte mit denen geplant. Genau, das ist hier die Küche, wo quasi gegessen wird, hinten aber ein bisschen abgewaschen wird. Aber warum wohnen die da? Ganz alleine, 8 Stunden mit dem Maultier. Wenn die eh irgendwo nirgendwo wohnen, dann können die doch auch irgendwie so 1 Stunde neben der Stadt wohnen im Urwald in Peru, weißt du? Was bringt das da einfach so ganz alleine und völlig raus? Tradition, das ist alles. Schon immer da gewesen. Das ist einfach. Die können da nicht weg. Und sieht man auch ein Spülbecken, was neumodern ist. Das ist jetzt erst seit 1-2 Wochen da, hat Ron erzählt. Und dort unten.
Ja, aber guck mal, die haben zum Beispiel diese LED-Lampe, die haben sie ja nicht selber gebaut. Die sammeln da jetzt ja nicht Stöcker und Steine und bauen eine LED-Lampe. Die haben sie irgendwann mal mit dem Esel dahin gebracht. Oder auch die Rohre oder das Waschbecken und so ein Stuff. Das bringen sie von der Stadt dahin. Du kannst ja trotzdem komplett abgelegen und irgendwo nirgendwo sein und alleine und für dich und nur deine Familie. 1-2 Stunden Wanderung neben der Stadt. Warum musst du 8 Stunden mit dem Esel reiten, um da hinzukommen? Sieht man das alte Spülbecken, was aus so einem riesen Holzstamm rausgebaut worden ist. Das hier ist quasi die Küche, man sieht es hier oben schon, die wird auf jeden Fall ordentlich benutzt, alles richtig geil verrußt, aber irgendwie finde ich genau das gerade spannend. Hier mit ein paar Steinen, einfach so ein Holzpodest auf. Guck, der hat eine ganz normale Jacke an und eine Hose, die haben schon Sachen aus der Stadt gebaut. Erinnert mich ein bisschen, schöne Grüße an der Stelle an die Naturensöhne, an ihre hochgelegte Kochfeuerstelle. Ne? Auf jeden Fall geil gemacht, alles sehr rustikal, überall hängt irgendwas rum, aber man sieht auch hier wieder, es ist ein Mix. Ne? Also hier irgendwie grüne Plastikschüssel, ja, moderne Messer, Brettchen und dann aber irgendwie die Rückwand alles wieder aus Holz gebaut. Vielleicht nochmal ganz spannend, weil man es hier nämlich auch sieht. Hier sind die Einschnitte im Holz. Das Holz, was hier komplett verbaut ist, das ist quasi aus dem Dschungel rausgeholt, aber es ist mittlerweile mit Kettensägen halt bearbeitet und Nägeln. Ist dann alles zusammengeschustert. Und früher haben die das alles mit so riesen Handsägen quasi in Bretter geschnitten, aber mittlerweile wird da einfach die moderne Technik benutzt. Im Hintergrund seht ihr die Küche, ne? Da kommt gerade der Rauch raus. Und was hier überall verbaut worden ist, ist dieses Wellblech. Das ist wieder der neumoderne Part, weil es natürlich viel, viel einfacher ist und dicht hält. Und hier hinten sieht man noch, wie es quasi vorher war, oder hier bei den Mauleseln, da sieht man noch viel, viel besser. Da wurden halt selbstgebrannte Dachschindeln benutzt. Also einmal Oldschool versus New School. Was? Was haben denn die Schweine da oben? Was da alles lebt. Hast du gesehen, der hat mich hier in den Daumen gehackt, Alter. Au! I like to clean your ears. Ist jetzt auf meinem Kopf? Ja. Au! Welcome to the bathroom. Leute, das hier ist tatsächlich die Dusche. Hat Ron erzählt, absoluter Luxus haben hier die wenigsten. Und die funktioniert jetzt nicht mit einer elektronischen Hebeanlage oder sowas, sondern ungefähr 300-400 Meter in die Richtung. Ja, wird das aus dem Fluss entnommen und durch die erhöhte Position, ja, Anziehungskraft, wird das quasi einmal runtergepumpt und dann, ja, hier, zack, hat man plötzlich fließend Wasser. Naja, der Druck ist optimal, so hat man auf jeden Fall hier ein bisschen fließend Wasser. So you found a new friend, huh? Yeah, we put the eggs, where he comes from, in the chicken nest. Mm-hmm. And then he came out, he thought he was a chicken, but he's not. He's a chachalaca, he's a what we call a guan. Guan. It's a wild bird, but he is very, he follows you and... Das Ding denkt, das ist ein Huhn? Wie geil. It has no fear at all, huh? No fear, no. Wir haben ein kleines Gastgeschenk von Jäger zu Jäger mitgebracht, und zwar ein Fernglas. Ich habe nämlich gehört, dass Don José auch begnadeter Jäger ist, und der bekommt jetzt ein Fernglas geschenkt. Ich hoffe, der freut sich, und ich hoffe, er hat überhaupt Verwendung dafür. Paraki. It's a present for him. Es un regalo. Por regalo, ja. Yeah. Gracias. Ja. Wie viel Vergrößerung ist das? 10 mal 42. Also hat eine 10-fache Vergrößerung bei einem 42er Objektivdurchmesser. Also ist nicht so lichtstark für nachts, aber ist tagsüber extrem stark und du kannst weit gucken. Also 10-fache ist schon ziemlich gut. Gracias. De nada. Gracias. Zeigen wir euch mal kurz das Zimmer, wo wir genächtigt haben. Achso, eine Sache vorher noch. Hier oben ist eine Satellitenschüssel. Und die ist nicht fürs Fernsehen oder so, sondern die ist für eine Kommunikation nach draußen, also für
so ein bisschen einfache Internetkommunikation, um sich quasi mit Leuten, die draußen sind, abzusprechen, wann trifft man sich wo, wann wird die Kuh wohin geliefert, wann muss der Maulesel da sein und so weiter. Und hier gibt es auch immer wieder Solarpanels, einmal dort oben und auch hier drüben sind nochmal große Solarpanels drauf. Ich feiere Solarpanels extrem. Ich finde die einfach geil irgendwie. Das ist einfach krass. Die packst du da hin und dann haben die da einfach Strom. Das ist so gut einfach. Hier kleine Werkbank. Oh, herrlich. Guck mal, kann man richtig arbeiten. Schraubstock, Säge und überall. So toll, eine Rust-Werkbank. Gute alte Machete. Fühle ich irgendwie. So, jetzt kommt mal rein hier. Wir hatten gestern kurz mal Licht. Okay. Ja. Hier haben wir drin genächtigt. Ein paar einfache Betten mit irgendeiner harten Matratze. Schlafsäcke haben wir aufgepackt. Bisschen Moskitonetz. Genau, das, was halt auch eine Sache ist, habe ich noch nicht gesehen. Also man sieht immer wieder irgendwelche Spinnen und sowas. Aber hier gibt es auch Tarantulas, Vogelspinnen. Und die sitzen auch gerne mal hier drin. Deswegen sollte man immer gucken, wo man sich hinlegt, wo man reingreift. Oder wenn man frühst in seine taktischen Crocs schlüpft, immer auch mal ausklopfen und mal reinlucken. So, was ist jetzt los? Wer ist der Vogelzüchter? So, komm, Frühstück. Übrigens, by the way, da drüben hat man vergessen bei der Roomtour, das ist das Plumpsklo. Guck mal, die Hunde sind ein bisschen schüchtern vor der Kamera. Was ich aber übelst geil finde, und das habt ihr vielleicht schon auf den Videos mitbekommen, dass hier in der Gegend, beziehungsweise hier, wo die Leute leben, ganz, ganz viele Tiere einfach sind. Ne? Also die einfach hier frei rumlaufen, die man irgendwie streicheln kann, die natürlich auch Nutztiere sind. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses Feeling. Man ist hier und überall sind halt so Tiere, so Hühner und Schweine und Maulesel und irgendwelche komischen Vögel auf der Schulter. So, bevor es jetzt hier wieder... Das ist echt geil. Das ist echt geil. ...rein in den Dschungel geht und wir heute weiterziehen, ist natürlich Stärkung angesagt. Deswegen gibt es jetzt ein klassisches peruanisches Frühstück. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber auf jeden Fall wird hier so gefrühstückt. Ich bin gespannt. Gestern gab es Kochbanane, Ei und sowas und irgend so eine Wurzel, Yucca-Wurzel, so eine Art kartoffelmäßig. Auf jeden Fall geil geschmeckt, frittiert. Keine Ahnung. Einfach mal drauf einlassen, Freunde. Suppe mit den Kräutern, die wir gestern gepflückt haben. Geil. Die Kräuter, die wir gestern gepflückt haben, hat er jetzt zur Suppe gemacht. Boah, ich wäre so krüsch. Ich bin da so kacke drin, Alter. Ich bin da so scheiße. Ich wünsche, ich könnte das alles essen. Ich würde es gar nicht packen. Das wäre auch so unhöflich und so. Das wäre einfach so scheiße, wenn er das jetzt macht extra. Und dann esse ich das nicht. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Also, dass ich so da rieche. Ich kann das nicht essen. Ich würde es nicht packen. Scheiße. Das ist, glaube ich, diese Yucca. Das ist so wie so eine Kartoffelwurzel oder sowas, ne? Ja. Nudelsuppe zum Frühstück, geil. Yum, yum. This is a oats, granola, chocolate. Ah, it's like a porridge. Porridge pudding. Porridge pudding, yeah. Sugar thing. Jetzt stehen zwei Themen an, und zwar einmal das Thema Kaffee und Zuckerrohre. Einmal, wie das hier angebaut wird, auch geerntet, getrocknet wird und so weiter, und wie es dann weiterverarbeitet wird. Bin ich mal gespannt. Achtung, Stachel drauf. Digga, das ist ja wie Heyday, was sie da haben. Die haben 7 verschiedene Tiere, die was für sie produzieren. Die haben 10 verschiedene Pflanzen, die sie dort anpflanzen, wo sie jegliche Nahrung rauskriegen. What the fuck, wie krass. Die haben einfach voll die Farm da einfach. Das funktioniert ja auch noch. Red cherries, no? They're almost ripe. Well, yeah. So what you can do is, that's with the normal process. So you harvest the cherries. You put it in a depulper. Get this off. You have this left. Okay, then you put it through the machine. You have all these beans with the slimy surface. Mm-hmm. You let it ferment in a tank. Mm-hmm. You eat the fruit. Yeah. The fruit is sweet. The fruit is sweet. Good. Give it a try, come on. Nehmen wir es mit dir? Ja, erstmal immer Niklas. Niklas ist mein Versuchskaninchen hier auf der Tour. Der probiert erstmal alles. Der König, der so einen Vorkoster hat, ja, Alter. Ja, genau. Der ist ein Vorkoster. Alles wirklich süß. Echt? So, du musst so eine ganz. Das ist übelst geil. Das schmeckt wie Kirsche. Und Scheiß. Mm. Alter, ich brauche eine Kaffeepflanze. Mhm.
Zeig mal den Kern. So then you have these beans. Und das ist der Kaffee dann, ne? Ja. Hä, ja, krass. Tastes good. Krass. Jetzt so, Yucca. Ich musste mich gerade schaudern, weil ich genau weiß, dass in dieser Bananenstaude einfach die absolute Endgegnerspinne drin ist. Pflanze, die quasi ein bisschen kartoffelähnlich ist. Ron hat gerade gezeigt, wie man so eine neue Yucca-Pflanze pflanzt. Und man nehme diesen Stock und tada! Ready to go. That's it. Das sind die Knollen, die Wurzeln. Auf jeden Fall ordentlich was dran hier. Was ist das denn? Das kann doch keine Kartoffel sein. Was geht denn ab? Würmchen. Und die werden dann aufbereitet, gekocht und teilweise frittiert. Okay. Im Hintergrund sind wieder ganz einfache, primitive Hütten. Wahrscheinlich jetzt so ein bisschen zum Lagern oder auch für Wasser, so wie das aussieht. Und kleiner Schwenk dort drüber ist für euch wahrscheinlich jetzt sehr, sehr klein. Ist auch nochmal so eine kleine Hütte. Und da kriege ich wieder direkt Bock irgendwie auf dieses Primitive Living, Bushcraft, Hütten bauen. Aber ich muss sagen, hier finde ich das so geil, weil das halt einen Sinn und Zweck hat. Ja, wenn ich das irgendwie bei mir jetzt in Deutschland irgendwie baue, dann ist es so ein bisschen, ja, Spaß, mal mit Freunden am Wochenende verbringen. Aber hier ist es einfach Leben und das ist geil. Also du brauchst es einfach zum Überleben, um anzubauen, Pflanzen, Essen für Tiere. Und dann, finde ich, hat das irgendwie immer nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling. Gefällt mir. Übelst geil. Spannende Sache. Und zwar haben wir an einigen Mauern so... Digga, was haben die da alles? What the fuck? Backsteine gesehen und ich dachte mir so, ist ja völlig irre, diese Backsteine mit den Mauleseln irgendwie aus dem nächsten Dorf hier über, keine Ahnung, für Stunden her zu transportieren. Aber er hat gerade gesagt, dass die Backsteine hier selbst gemacht werden, anscheinend hinten in dieser Hütte. Also vielleicht ist da irgendwie eine Art Brennofen oder so, wie kochen wir. Zum Beispiel die Man muss hier ein bisschen aufpassen, weil hier wirklich überall gerade jetzt in so einer Region halt irgendwie Spinnen und Schlangen und sowas kommen können. Das wird hier auch aktuell gerade nicht genutzt. Also viele Sachen, die wir gerade sehen, sind ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber hier unten ist quasi der Brennofen, sag ich mal. Aus Lehmboden und so weiter wird das dann vorbereitet. Ne? Mit so einer kleinen, ja, ich sag mal, Art Schablone wird das dann reingepresst. Kennt ihr sicherlich auch aus anderen Videos, zum Beispiel von Primitive Technology, der hat das ja auch gemacht, dass man die Form kriegt und ja. Das ist meistens so ein Rahmen aus Holz und dann werden die da innen drin aufgestapelt und gebrannt. Da wo wir unterwegs waren, in diesen matschigen Gebieten, da gibt es ja. Lehm im Boden. Genau. Ja. Lehm tun die, aber die fressen, die bringen hierher. Ja. Dann besorgen die Sand, machen das auf so einen Platz, wo die Pferde drüber laufen. Also die lassen Maulesel das Platt trampeln. Zum Verdichten. Genau, zum Verdichten erstmal, damit das einen richtigen Mix hat. Ja. Dann holen die das raus, trocknen das erstmal in so einem Haus. Wie hier zum Beispiel, trocknen das ja. Und dann wird der Stein da unten drin gebrannt. Er rückt, Alter, überleg doch mal, was diese ganzen Häuser, was das für eine Arbeit ist. Junge, die machen aber auch nichts anderes, Junge. Mit die haben hier kein TikTok und keine Ahnung was und gammeln sich einen ab und spielen mit der Playstation. Hier wird von früh bis abends mal locht, Junge. Ja, Lebensinhalt ist Überleben. Ja klar. Und bauen. Geil. Looten und leveln. Leute, das hier ist eine sogenannte Tronka. Ich kann jetzt Spanisch. Und das ist ein bisschen Pomelo. Digga, was gibt's denn da? Ich wusste gar nicht, was gibt's da alles für Früchte und Gemüse? Grapefruit-artig. Werden wir gleich aufmachen. Niklas, wollen wir mal zusammen aufmachen? Du hast das Messer da. Ich bin natürlich wieder unbewaffnet, aber der Hunter. Ich bin immer bewaffnet, Alter. Ist immer bewaffnet. So kriegt man übrigens eine Avocado-Hand. Grüße an Adventure Buddy. Das Ding heißt immer noch Avocado. Hat er das? Das ist so passiert? Ja, das ist eine ganz typische Verletzung. Haben wir oft auch im Rettungsdienst und in der Rettungsstelle, dass Leute mit dem Messer so die Avocado und sich dann in die Hand schneiden. Oh, unangenehm. Aber du machst das trotzdem so, ne? Na, ich weiß nicht, wie man das besser macht, ohne das irgendwo auflegen zu können. Ja, ich wollte gerade sagen, indem man es auflegt. Ui, das piekst ja. Ja, da sind Stacheln dran. Ja, danke. Ja, bitte, ne? Wie schmeckt das? Das schmeckt eins zu eins. Alter! Das schmeckt wie Zitrone, Alter. Das wirklich schmeckt eins zu eins wie Zitrone, wie eine riesengroße Zitrone. Das finde ich krass, dass sie da völlig andere Früchte haben und Gemüse und dass es so zu vergleichen ist mit den Früchten, was wir hier kennen. Okay, I wanna try it. Kennt ihr noch diese
diese Kaugummis, diese Center Shocks? Ja, stimmt. Ja. Ne? Stimmt. Center Shocks sind wirklich aus denen gemacht. Die sind nach Peru mit dem Maulesel rein und haben diese Früchte geholt. Diese, ich habe den Namen wieder vergessen. So ey, sag mal, Zitronen sind ja sauer, damit Tiere das nicht fressen. Ne? Das ist ja der Abwehrmechanismus von der Zitronenfrucht, ne? Ein Hund oder eine Kuh, die finden ja Zitronen voll scheiße. Menschen können das ja trotzdem essen, finden das ja vielleicht auch ganz geil. Manche lieben das ja, so eine Zitrone auszulutschen. Hat man irgendeinen Nachteil von der Zitrone? Dehydriert man oder hat man da, ist da irgendwas drin, weil das so sauer ist? Ist das schlimm? Passiert da irgendwas? Oder könntest du dich 3 Tage nur von Zitronen ernähren? Wir sind die einzigen Lebewesen, die Zitronen essen können. Nee, verarscht, oder? Echt? Voll gesund? Du könntest dir jetzt einfach so 3 Kilo Zitronen reinprügeln. Fetter Dünnschiss, die Magenschleimhaut wird angegriffen. Magen übersäuert irgendwann. Ah, okay. Dann ist das der eigentliche. Sehr säurehaltig, könnt ihr auf den Magen schlagen. Ah, okay. Schlecht für die Zähne. Zu viel schlecht für den Magen-Darm. Okay. Aber es ist einfach nur so sauer, dass das zu sauer ist für den Körper. Schnell geht's. Trochonkas. Martin würde sagen, das gibt einen richtig ordentlichen Kickstarter. Der Profi. So, ihr habt gerade gesehen, einmal Zuckerrohr wurde geerntet, ist extrem. Zuckerrohr. Zuckerrohr in vielen Games feiere ich ultra. Heyday Zuckerrohr geil, Minecraft Zuckerrohr geil. Zuckerrohr einfach so eine Pflanze, die ich sehr feiere, einfach aus der Gaming-Inhalt. Und er ist jetzt wirklich einfach wirklich in der Hand. Wie geil. Eben schwer, also das Stück hier wiegt bestimmt 10, 15 Kilo. Das ist gefüllt mit flüssigem Zuckersirup, sage ich mal. Das obere Stück wird jetzt an die Maulesel verfüttert und wir werden jetzt einige davon auspressen mit so einer primitiven, einfachen Zuckerpresse, nenne ich es jetzt einfach mal. So, der Esel, den wir da hinten sehen, beziehungsweise das Maultier, hat es noch nie gemacht, deswegen ist er ein bisschen durch den Wind und wir haben gesagt, komm, pass auf, wir machen das jetzt bei Händen, wir gehen da selber ran. Moment. Der Esel ist einfach, der kriegt sich hier. Das klappt ja mega gut, hä? Richtige Männer. Richtige Männer, Alter. Ah, geil, Alter. Fängt richtig gut. Echt? Mhm. Also auf den ersten Blick sieht's aus wie ungefiltertes Bachwasser. Alter. Hä, hey, was ist das denn, Alter? Vor allem, es schmeckt halt so Limonade, sehr, sehr süß, könnte man noch verdünnen. Aber es schmeckt halt natürlich. Ich hätte gedacht, dass es süßer ist. Echt? Ja. Also ich finde es schon krass süß, wenn du jetzt aber das? Wenn du das zum Beispiel vergleichst mit irgendwelchen Softgetränken oder sowas, schmeckt das immer so chemisch, ja. Aber das schmeckt ultra geil natürlich. Ja, und stell mal vor, du machst da jetzt noch so ein bisschen von dem sauren Zeug rein. Wasser, hast du eine schöne geile Limonade. Wie geil ist das denn, Alter? Der traditionelle Gebrauch des Coca-Blattes sowie der kontrollierte Anbau von Coca-Sträuchern ist in Peru erlaubt. In Deutschland allerdings unterliegt die Coca-Pflanze dem Betäubungsmittelgesetz. Der Besitz oder die Einfuhr von Coca-Blättern ist strafbar. Aufgrund der schmerzlindernden Wirkung nennt man Coca auch das Aspirin der Anden. Es steigert die Leistungsfähigkeit, unterdrückt Hunger, hilft bei der Verdauung, hält den Geist wach und den Körper warm. Zusätzlich fördert es Kokain einfach oder was? Die Aufnahme von Sauerstoff in die Blutbahnen, was der Höhenkrankheit vorbeugt. So here you have your coconuts. Okay. Coca ist die Pflanze, das sind nur die Blätter, der Vorgänger davon. What does it do? What does the coca leaves do? So the coca leaf, they have thousands of substances. If you do it, put it through a chemical process, you get out the cocaine. Of course, no? But if you would use this amount of leaves to get out cocaine, it's microscopical. This is the calero, porro. There's lime inside, which is this. No? This is calcium. They heat a stone, red. Also die haben da wahnsinnig viele Coca-Blätter und der hat so ein kleines Ding dabei und da ist Calciumpulver drin. Cut, put in limestone, no? Calcium. And so what you do is you chew the coca leaves. I didn't do it yet, but suppose I have it. And I mix it with the coca leaves. If you just chew coca leaves like that, it doesn't have the same effect. If you are hungry, you will be less hungry.
If you are thirsty. If you're tired, less tired. If you are a bit down, you get a bit more positive. Okay. And it's das klingt doch nach einer Droge, das kann doch keiner erzählen. Es ist wie eine gute Kaffeepause, die schmeißt sich das alle rein, oder was? Like, der links, was macht denn der da die ganze Zeit? Das ist ja auch legal. Der ist komplett neben der Spur. Der links ist auf Entzug oder voll drauf. Ist der gleiche Wirkstoff, nur weniger stark. Weiß ich nicht. Warum muss man das denn machen? A good coffee break. That's how we do it. Ich will halt nicht unfreundlich sein. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die hier waren, dass es halt nichts Schlimmes ist und so. Und es riecht auch ultra geil. Es riecht wie ultra leckerer Tee. Ich teste das. So you first pick up some leaves. I do it like this. Ich hab mega Angst vor den Blättern. You choose on one side or the other side. Ich liebe euch alle, falls hier irgendwas schief geht. With the lime. The lime you do not want to get on your... Es schmeckt wie Tee. Also schmeckt echt gut. Als ob das Calcium ist. Warum nimmt man dann so eine kleine Menge davon? Der raucht das jetzt auch noch. Was geht denn da ab? Das ist nur Papier. Was geht denn da ab? It's written. It was used by one of the children for their practices at school. Der raucht die Hausaufgaben von dem Kind mit den Coca-Blättern. It's from the school, right? Digga, der raucht die Hausaufgaben. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das keine Droge ist. This is recycling. Das ist nachhaltig, Leute. Wir lernen hier wirklich was fürs Leben. Ja. Als erstes haben sich hier die Coca-Leaves reingezogen mit... Digga, was? Das ist eine gute Ausrede. Sorry, ich habe die Hausaufgaben nicht dabei. Mein Vater hat die geraucht. Mit einem komischen Lime-Calcium-Kleber. Die Fresse von den anderen ist auf jeden Fall schon taub. Riecht aber zumindest nach Tabak. Aber es ist Tabak, der noch nicht komplett getrocknet ist. Ich scheiße mir bestimmt sofort ein, Alter. Ich hab ewig nicht geraucht. It's not very dry. Schmeckt wie eine sehr gut gedrehte, selbst gedrehte Kippe. Es ist nice. Normales Papier. It's much better than a cigarette. Rauchen ist tödlich. Macht das auf alle Fälle nicht nach. Freunde, tut mir leid. Da bin ich halt zu uncool für euch. Ne? Rauche nicht, nehme keine Drogen. Aber deswegen habe ich extra qualifiziertes Personal mitgebracht. Ich hätte auch so Angst vor diesen scheiß Coca-Blättern. Oh, ich hab da richtig Schiss vor. Die sich einfach alles reinzieht, was geht. Also jetzt richtiges Koks oder so würde ich auf keinen Fall nehmen. Ja, aber will ich dich ja langsam ranführen? Nee, ich habe ja vorher mit jemandem gequatscht, ob diese Coca-Leaves, ob das irgendeinen Effekt hat. Ja, aber es ist sehr homöopathisch. Also du hast jetzt nicht, dass du ultra high bist oder dass du davon abhängig wirst oder sowas. Und es wird auch oft als Tee gemacht, für Höhenkrankheit zum Beispiel. Mein Papa war schon mal in Peru und der hat gesagt, da haben sie dem das auch gegeben, gegen Höhenkrankheit. Ja, aber Tabak ist natürlich nicht gut. Wir gehen mit Don zu einer Höhle, wo es wohl Fledermäuse, Vögel und andere Tiere gibt. Niklas hat sein Wärmebild mit. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Wärmebild von irgendeinem Tier, das wir euch zeigen können. Digga, die Drohnenaufnahmen, der Wahnsinn. Nein, ist zu Ende! Das Video ist echt toll. Die ganze Reihe ist klasse. Wir waren hier so ein bisschen dörflicher unterwegs, aber auch wahnsinnig viel gelernt. Sehr, sehr spannend.